Meine beide Sinne sagen, es kommt ein neues Video. Als ich heute Morgen ein wenig RTL 2 geschaut habe, ist etwas geschehen, was einfach gar keiner haben möchte. Ich als 10-Klässler musste heute leider eine ZAP schreiben über Deutsch. Und das ist einfach nur extremst scheiße. Aber Jan, was ist denn bitte schon daran so scheiße? Es ist eine ZAP, die muss jeder 10-Klässler schreiben. An allen Leuten, die das soeben gedacht haben oder schreiben wollten in den Kommentaren. Ihr habt vollkommen recht. Es ist völlig normal, eine ZAP zu schreiben. Aber wisst ihr, was auch normal ist? Dass sich die Lehrer darauf vorbereiten. Wir haben nämlich 6 Wochen lang einen informativen Text bearbeitet. Wisst ihr, seit 9 Jahren, seit 9 verfickten Scheißjahren, kam immer in den ZAPs Deutsch der informative Text vor. Was kam bei uns? Kontinuierlich und diskontinuierlicher Text vor. Ich stell mir so, ja moin, wahrscheinlich, oder? Ich kann nichts davon, verdammte Scheiße, Mann. Ich kann nichts davon. Warum? Wir haben es nicht gelernt. Das ist der Scheißgrund gewesen. Ja. Bin jetzt gespannt, wie der Scheiß ausschaut. Bin echt sehr gespannt. Jedenfalls habe ich dann die ZAP geschrieben und ich hoffe jetzt einfach mal, dass alles schön verlaufen ist. Jedenfalls bin ich dann mit meiner Familie ins Schwimmbad gegangen. Und wisst ihr, in Schwimmbädern, gerade bei Freibädern, sind so richtig, richtig geile Rutschen. So, natürlich wollte ich unbedingt rutschen gehen, doch wer war vor mir? Zwei fette Weiber. Wisst ihr, und während ich so rutschen wollte, reden sie und reden sie. Und irgendwann kommen die beiden dran und die reden weiter. Entschuldigung. Ich habe gerade gefurzt am Becken und reingepisst. Du auch schon? Boah, ja, ich auch. Voll geil und lustig. Hallo? Und bei mir passen 2 Gurken in den Arsch. Boah, echt? Bei mir nicht? Ich glaube, bei mir ist es gerade mal eine einzige bisher. Aber man kann es immer noch weiten, oder? Ja, klar kann man das. What the fuck? Das wollte ich überhaupt nicht wissen, verdammte Scheiße. Und wisst ihr was, Leute? Ich bin danach einfach gegangen. Ich hatte keinen Bock mehr für diesen Scheißtag. Gebt diesem Video einen Daumen nach oben, sonst kommen diese fetten Frauen zu dir und stecken dir 3 Gurken in den Arsch.